Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Marion von Marions Bastelstübchen. Wir starten heute mit der Weihnachtsbastelei und als erstes habe ich hier einen kleinen Adventskalender für euch am Start. Das ist ein Teebeutel-Adventskalender, also eine Schachtel mit Teebeutel. Man kann hier unten jeden Tag einen rausziehen und ihr dürft raten, ja, es passen genau 24 Teebeutel hinein. Und sicher kennt ihr jemanden, der so einen Adventskalender ganz, ganz toll fände. Gebastelt habe ich ihn mit den Sachen aus meinem Materialpaket Weihnachtspost. Da habe ich euch ja wieder ein tolles Paketchen geschnürt und ihr könnt das Verbrauchsmaterial natürlich auch gleich mit dem passenden Stempelset und den Stanzformen bestellen, sofern ihr eine Stanzmaschine besitzt. Und dann legen wir doch gleich mal los. Für die Schachtel, in die die Teebeutel hineinkommen, braucht ihr einen ganzen Bogen DIN A4 Farbkarton. Ihr habt ja 5 Stück in eurem Materialpaket. Weiß würde ich jetzt mal nicht verwenden, das brauchen wir für die Stempelmotive. Und dann sucht euch einfach eine schöne Farbe aus. Wir haben Gartengrün, Tannengrün, Glutrot und Chili. Und ich werde meinen Adventskalender in Chili basteln. Dann habt ihr die Qual der Wahl aus 12 verschiedenen Motiven Designerpapier. Die sind doppelseitig, also habt ihr die Wahl aus 24 Motiven. Es sind ja 12 Bögen drin. Ich nehme heute mal den. Und den schneide ich mir gleich mal zurecht. Das sind 10,5 x 7 cm. Jetzt falzen wir erstmal unsere Schachtel für die Teebeutel. Bitte entschuldigt, dass ich hier mit der alten Papiermaschine anrücke, aber die neue passt mir nicht in voller Pracht in die Videobox. Ich lege die kurze Seite oben an und falze auf der einen Seite bei einem Zentimeter. Dann drehe ich das Ganze um 90 Grad, habe jetzt also die andere Seite hier zum Falzen und falze bei 1,5 cm. So, die Seite, wo wir gerade die 1,5 cm gefalzt haben, die muss noch einmal gefalzt werden bei 8 cm. Ihr habt also hier die Falzlinie 1,5, hier die Falzlinie 1 und jetzt wird bei 8 cm gefalzt. So. Jetzt legen wir den Farbkarton so an, dass die 1 cm Linie oben ist und falzen zuerst bei 6,5 cm, dann bei 14 cm, bei 20,5 cm und nochmal bei 28. Achtet bitte darauf, dass ihr alle Richtungen exakt so falzt wie ich, sonst kommen wir nachher böse durcheinander. Im Materialpaket liegt auch immer die Anleitung mit dabei. Das heißt, ihr könnt hier nochmal alles genau aufgeschrieben sehen und haltet euch bitte genau an die Richtungen, weil jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt müssen wir nämlich verschiedene Einschnitte vornehmen und wenn ihr da schon anders gefalzt habt, als ich es jetzt erkläre, dann kommen wir da ein bisschen ins Schleudern. Damit ich meine Falze besser sehe, gehe ich sie jetzt erst einmal alle mit dem Falzbein nach. Wie gesagt, jetzt müssen wir verschiedene Sachen rausschneiden. Am Ende soll das Gebilde dann so aussehen. Also, wer die Anleitung zu Hause hat, der kann sie ja nebenhin legen, dann könnt ihr das besser nachverfolgen. Und wer noch kein Materialpaket hat, der sollte sich jetzt eins bestellen. So, ich nehme nochmal meine Schneidemaschine, weil ich da nämlich mit der Schneideklinge wunderbar gerade diese Einschnitte vornehmen kann. So, wir legen es wieder so vor uns, dass die 1 cm Kante oben ist. Und wir legen es wieder an bei 6,5, wo wir ja vorhin gefalzt haben. Da legen wir es an.
und ich möchte jetzt 2 cm nach unten schneiden. Also wer die tollen Schneidemaschinen von Stampin' Up! Kennt, der weiß, dass man hier, ist jetzt egal, ob die alte oder die neue, auf dem Zentimeterlineal die Spitze der Schneideklinge oder des Schneidewerkzeugs auf 2 cm einstellen kann und dann einfach nur nach oben schneiden muss. Dann haben wir als nächstes die 14 cm und auch die möchten wir 2 cm nach oben schneiden. Und das, was wir jetzt hier oben eingeschnitten haben, ihr seht, ich habe noch ganz, ganz alte Klingen hier drauf, die schneide ich gleich mit der Schere nochmal nach. Das möchte ich jetzt entfernen. Das waren ja 2 cm, das heißt, ich lege jetzt hier bei 2 cm an und schneide dann einfach von der einen bis zur anderen Falzkante ab. Und dann ist hier dieses Rechteck ausgeschnitten. Ich werde das jetzt hier nochmal mit der Schere ein bisschen begradigen. So, jetzt sieht es schöner aus. Und an der gleichen Seite oben könnt ihr hier dieses kleine Rechteck, das beim Falzen entstanden ist, wegschneiden. Wer keinen so tollen Papierschneider von Stampin' Up! Hat, ja, mein, den müsst ihr halt dann bei mir bestellen. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch mit Lineal und Bleistift euch vorher anzeichnen, wo ihr schneiden müsst und dann entsprechend mit dem Bastelskalpell oder der Schere arbeiten. So, jetzt schneiden wir noch weg, oder besser gesagt, wir schneiden aus, dieses entstandene Quadrat hier unten. Das müssen wir nämlich nachher an einer anderen Stelle wieder ansetzen. Dazu könnt ihr jetzt auch wieder mit dem Papierschneider arbeiten. Ich hole jetzt aber mal meinen neuen, weil der hat nämlich deutlich bessere Klingen. So, da ist mein Schätzchen. Also entweder ihr nehmt die Schere und schneidet hier jetzt dieses komplette Teil aus oder ihr nehmt den Papierschneider, so wie ich, und schneidet das damit aus. Ich nehme immer gerne den Papierschneider, weil ich dann wirklich ganz akkurat gerade gezogene Schnittkanten habe. Ihr müsst ja jetzt nur die vorher schon gefalzten Linien wieder anlegen und das dann ausschneiden. So. Rupft auch schon ein bisschen. Also ich glaube, ich bastel zu viel. Wir müssen da vielleicht mal ein bisschen das Tempo runterschrauben. Oder einfach neue Klingen kaufen. Genau. Dann muss von diesem Quadrat hier noch diese Klebelaschen, die müssen weg. Die brauchen wir nicht. Die schneiden wir einfach ab. Also orientiert euch bitte immer schön an den Falzlinien. So, jetzt habt ihr hier so ein Quadrat übrig. Was heißt Quadrat? Das ist geometrisch nicht korrekt, das ist nämlich ein Rechteck. So, was hat das denn für Maße? Das hat jetzt die Maße 6,5 mal 7,5. Also wenn euch irgendwas schief läuft, dann könnt ihr das zusätzlich nochmal neu machen. So, wir stricken hier weiter. Die 1 cm Falz nach oben. Jetzt schneiden wir hier aus diesem Sektor und diesem Sektor noch etwas aus, und zwar 5 cm von der unteren Kante entfernt. Das heißt, ich lege es in den Papierschneider bei 5 cm und gehe dann mit der Schneideklinge von dieser Falz nach oben und von der unteren Kante bis zu diesem Falz. Und das schneiden wir jetzt weg. Das könnt ihr entweder mit der Schere machen oder auch geschwind mit dem Papierschneider, indem ihr hier bis zur 5 cm Kante schneidet und euch immer schön beim Anlegen an euren Falzlinien orientiert. So, jetzt haben wir... Ah, das hätten wir bis ganz nach oben einschneiden müssen, sehe ich gerade. Das mache ich jetzt gerade noch mit der Schere. Ihr könnt es dann in einem Schnitt mit eurer Papierschneidemaschine machen. So, dann ist das Teil doch gleich geschmeidiger. Die 1 cm Falz nach oben. Hier müssen wir noch einen Einschnitt vornehmen.
So, das ist jetzt auch die Stelle, wo wir unser vorhin zurecht geschnittenes Rechteck wieder ansetzen müssen. Das kommt jetzt nämlich hier dran. Ich schneide mir mal die Fransen weg. Das ist der Boden von der ganzen Geschichte. Den klebe ich jetzt hier mit doppelseitigem Klebeband an dieser Klebelasche 1 cm an. Da wir es vorhin ja unten abgeschnitten haben, sollte es oben jetzt auch exakt abziehen. Mädchen, Konzentration. Nachdem wir es unten abgeschnitten haben, sollte es jetzt oben auch wieder genau dran passen. Und jetzt sieht euer Konstrukt so aus. Wer mag, der kann mit einer kleinen Kreisstanze hier noch so einen kleinen Eingriff einstanzen. Also wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Da ist dann nämlich oben die Öffnung, wo man die Teebeutel reinfüllt, wo man die Schachtel also auf und zu macht. Und da macht sich so ein kleiner Eingriff immer ganz gut. Jetzt können wir die Box schon zusammenkleben. Das ist der Boden. Das kommt hier so außen rum. Also wir brauchen hier drauf Klebstoff. Das hier oben, das wird dann nachher so verschlossen. Das heißt, ich schneide jetzt diese Laschen hier oben noch ein bisschen schräg zu. Und dann nehme ich meinen Eckenabrunder, der ist hier bei mir in dieser Trio-Stanze mit integriert. Und nächstes Mal andersrum hin. Und stanze mir die Ecken rund. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern es ist auch geschmeidiger zum Schließen der Schachtel. Und unten am Boden, da haben wir jetzt hier ja auch so zwei Klebelaschen. Die können wir uns auch kurz abschrägen. So, und jetzt schließe ich den Boden. Und hier vorne bleibt der kleine Schlitz stehen, durch den man dann die Teebeutel rausziehen kann. Und hier oben werden sie eingefüllt und die Box wird verschlossen. Passt bei mir wunderbar. Sollte die bei euch nicht so gut zugehen, dann schneidet einfach hier ein bisschen schräger. Oder manchmal hilft es auch, wenn man hier an der Seite noch ein kleines bisschen einschneidet. Und immer wieder testen, ob sie zu bleibt. Weil irgendwann ist der Punkt erreicht, dass die Schachtel von alleine aufspringt, wenn man zu viel wegschneidet. Und das möchte man dann ja auch nicht. Also hier ist die Front mit dem Schlitz und hier hinten könnt ihr eure Teebeutel einfüllen. Für die Front hatte ich mir schon Designerpapier zugeschnitten. Das klebe ich jetzt mit etwas Mehrzweckflüssigkleber vorne auf. Da bleibt außenrum so ein kleiner Rand stehen. Und ich muss es nur mittig ausrichten. Dann geht es schon ans Verzieren und wir holen unser Stempelset raus. Für meinen Adventskalender habe ich verwendet den Schlitten und diesen Kreis. So, jetzt habe ich hier erstmal Farbkarton in Flüsterweiß. Und ich benutze mein Stempelkissen in Espresso, um einmal meinen Schlitten aufzustempeln. Jetzt ist so ein weißer Schlitten ja irgendwie wenig prickelnd, finde ich. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt einfach irgendwie bunt anmalen, rot, braun, was auch immer. Aber
Wir wären ja nicht im Marions Bastelstübchen, wenn ich nicht einen Trick für euch hätte. Ich habe dieses Designerpapier einfach mal umgedreht und habe auf der anderen Seite so ein wunderschönes Karo-Muster und dachte mir, wäre das nicht toll, wenn der Schlitten in diesem Karo-Muster bezogen wäre. Also, der Trick heißt Paper Piecing. Piece, wie das Stück. So, ich stempel noch einmal meinen Schlitten hier auf das Designerpapier. Und jetzt nehme ich meine Papierschere und schneide mir hier an den Konturen das Innenteil von dem Schlitten aus und klebe das dann einfach drauf. Bevor ich es aufklebe, werde ich aber erst noch den Schlitten hier mit meinem Stanzteil ausstanzen. Das sind die Stanzformen vom Nordpol, die ihr natürlich auch zum Materialpaket dazu bestellen könnt, genauso wie das Stempelset Weihnachtspost. Und jetzt gehe ich an meine Stanzmaschine und werde das hier ausstanzen. Hier ist nun mein ausgestanzter Schlitten und der bekommt jetzt das Teilchen hier aufgesetzt. Und schon sieht er peppig aus. Die Schrift hier mit dem Kreis, die hätte ich gerne zweifarbig gestaltet. Dazu benutze ich meine Stampin' Write Marker. Die kennt ihr ja, die haben die gleiche Tintenfüllung wie die Stempelkissen auch. Und ihr könnt den Stempel einfach mit den Farben dann hier bemalen. Wenn ihr keine Stifte habt, könnt ihr natürlich das Ganze auch einfarbig gestalten. Zum Aufstanzen habe ich hier auch das Kreisstanzteil aus den Stanzformen. Dann werde ich mir zusätzlich aus einem Stück Farbkarton in Savanne, das habt ihr ja auch mit im Materialpaket, hier so ein Rentier ausstanzen. Und aus dem Goldfolienpapier, da werde ich mir hier diesen Zackenrand auch noch einmal aufstanzen und dann bin ich gleich wieder da. So, hier bin ich wieder mit meinen Teilen und ich werde jetzt erstmal den Spruchkreis mit Stampin' Dimensionals auf den goldenen Untersatz aufkleben und die Unterseite bekommt auch gleich eins von mir, weil damit werden wir es gleich auf die Schachtel kleben. So, jetzt ist mein Rentier zwar wunderschön, ihr seht, das ist nicht nur gestanzt, sondern auch geprägt, aber ich hätte es trotzdem gerne noch ein bisschen akzentuierter und dazu nehme ich jetzt hier meinen Wassertankpinsel. Der heißt so, weil er hier oben im Tank, im Griff Wasser hat, auch genannt Aquapainter. Und ich nehme nochmal mein Stempelkissen in Espresso, drücke hier etwas auf den Deckel und dann habe ich im Deckel Farbe. Und diese Farbe kann ich jetzt mit meinem Aquapainter vermalen. Das Ganze bekommt dann so ein bisschen Aquarell-Look. Ihr könnt durch Drücken auf den Griff könnt ihr Wasser hinzufügen. Ihr könnt aber auch das trockene Pinselchen für dunkle Farbaufträge benutzen. Und da werde ich jetzt erstmal meinem Rentier ein dunkles Geweih malen und dunkle Hufe. Gebe ich ein bisschen Wasser hinzu und dann werde ich ihm hier noch ein schönes Brusthaartoupet gestalten und ein paar Schatten hier auf dem Rücken einfügen, das Beinchen. So, und jetzt bekommt er noch ein Auge von mir. Jo, so gefällt er mir. Zum Reinigen zieht man den Wassertankpinsel übrigens einfach so lange über Schmierpapier, bis keine Farbe mehr zu entdecken ist. Und dann ist er
fertig, um in die nächste Farbe getunkt werden zu können. So Reststücke, die wir immer mal irgendwo abschneiden, die kann man dann gut verwenden, um sich schon mal mit diesen Stanzformen für die Zweige einen kleinen Vorrat zurechtzustanzen. Und es gibt ja da auch diese Stanzform in unserem Stanzenpaket. Mit der könnt ihr euch so kleine Beeren ausstanzen. Und die kann man dann wunderbar auf den Zweigen verteilen. Und wie gesagt, ich habe hier schon mal ein paar auf Vorrat gestempelt. Und jetzt werde ich diese ganzen Sachen auf meiner Box drapieren. Das möchte ich gerne oben haben. Und was auch immer schön ist, wenn solche Sachen ein bisschen über den Rand rausstehen, das gibt dem Ganzen dann immer noch einen noch schöneren plastischen Effekt. Den Schlitten, den werde ich direkt mit Flüssigkleber auf meine Box aufkleben. Und jetzt kommen meine Zweige. Die sollen zwischen Schlitten und Rentier angebracht werden und am besten plastisch nach oben stehen. Deswegen werde ich die nur ein bisschen im unteren Bereich des Zweigs mit Kleber einstreichen und dann hier erstmal auf dem Schlitten drapieren. Und danach kommt dann über diese Klebestelle mein Rentier mit Dimensionals. Gleich noch ein paar von den roten Beeren mit aufgeklebt. Einfach ein Klecks Flüssigkleber an die Stelle, wo ihr die Beeren haben möchtet. Und dann könnt ihr die mit dem Aufhebhelfer, mit dieser Knetgummispitze aufheben und könnt die da draufkleben. Jetzt bekommt mein Rentier noch eine rote Glitzernase. Wir haben ja auch diese Schmucksteine hier mit im Bastelpaket, die so schön golden schimmern. Die sind selbstklebend. Auf der Rückseite ist ein Klebepunkt. Dann zieht man die einfach von der Folie ab, möglichst so, dass der Klebepunkt dran bleibt am Schmuckstein. Und dann setze ich ihm jetzt hier das Steinchen auf die Nase und habe einen Rudolf. Als besonderen Hingucker habe ich meiner Schachtel noch oben eine schöne, richtig große Schleife verpasst. Dann sieht das Ganze aus wie ein kleines Geschenkpaket. Und vielleicht habt ihr so Hilfsmittel zu Hause wie den Schleifenfix, wo man wunderschöne große Schleifen in vielen verschiedenen Farben mit verschiedenen Bändern basteln kann. Ich habe aber meine Schleife hier ohne Bänderfix gestaltet. Das geht auch ganz einfach, wenn ihr einen Aufhebhelfer oder einen Papierpiekser habt. Und ich zeige euch gerade mal, wie das funktioniert. Ihr braucht so eine Schaumstoffmatte, so eine entweder die Stempel- und Prägematte von Stampin' Up. Ich habe hier ein älteres Modell, wo ich schön Löcher reinpieksen kann, ohne dass das jemanden stört. Und dann nehme ich vom Aufhebhelfer hier oben dieses Teilchen ab und habe hier die Spitze. Die brauchen wir gleich. So, dann habe ich verschiedene Bänder. Das sind die, die ich euch ins Materialpaket gepackt habe. Einmal dieses grüne mit dem Rautenmuster. Dann haben wir das geflochtene Leinenband in Glutrot. Und dann brauchen wir noch ein Stück von der goldenen Kordel. Die Kordel können wir uns schon mal hier, das ist nur ein Hilfsfaden, können wir uns ein Stück abschneiden. Die legen wir einfach mal so in die Mitte. Und dann fange ich an mit dem grünen Band. Das lege ich in der Breite, die die Schleife haben soll, also etwas mehr als mein Schächtelchen, lege ich die hier so zweimal gefaltet übereinander. Dann piekse ich das Ganze in der Mitte fest, damit das nicht mehr verrutschen kann. Hier diese Seite, die können wir auch abschneiden. Jetzt kommt das rote Band ins Spiel. Das möchte ich gerne als Doppelschleife drapieren. Deswegen muss ich das jetzt hier mehrmals rumlegen.
Ich nehme mal diese Länge, so eine Schleife. Und das wird jetzt die zweite Schleife und wieder zurück. Auch das stecke ich jetzt mittig hier auf der anderen Schleife fest. Und bevor das Ganze eine Chance hat, sich wieder aufzuwickeln, nehme ich meine goldene Kordel und knote alle Lagen übereinander. So, wenn der erste Knoten drin ist, können wir unseren Piekser rausnehmen. Jetzt könnt ihr die Schleife noch ein bisschen hin und her ziehen. Und wenn von der Form her dann alles passt, dann kann man hier die Enden noch schräg zuschneiden. Ihr könnt sie so übereinander falten und dann von innen nach außen schräg schneiden. Dann habt ihr Schwalbenschwänzchen hier reingeschnitten und das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und diese Schleife, die muss ja jetzt richtig schön fest auf dem Deckel befestigt werden. Ich benutze dazu die Mini-Klebepunkte. Und befestige die Mini-Klebepunkte hier auf der Oberfläche meiner Schleife. Und jetzt kann man das damit auf den Deckel kleben. Ihr könnt selbstverständlich auch mehr Flüssigkleber nehmen, da müsst ihr halt noch ein bisschen hier oben drauf drücken. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch unser Aufkleber hinten auf die Rückseite. Ihr habt einen davon im Materialpaket. Solltet ihr aber in Serienproduktion gehen wollen mit unserem Adventskalender, dann könnt ihr hier so einen Aufkleberbogen bei mir bestellen. Kostet 50 Cent, sind 15 Aufkleber drauf. Ihr könnt euch die dann zuschneiden. Ihr könnt natürlich auch ausstanzen. Und zwar nehme ich da jetzt hier mal meine Stickmusterrahmen. Da passt das nämlich das Quadrat auch wunderbar hier drauf. Oder ihr schneidet es mit der Schere. Oder ihr habt andere interessante Sachen. Dann gebe ich euch noch einen Tipp. Ihr könnt das auch hier mit diesem Strahlenkranz ausstanzen. So, hier ist mein Aufkleber. Da schreibe ich jetzt noch meinen Namen drauf. Wenn ihr Probleme habt, solche Schutzfolien von Aufklebern aufzuziehen, dann nehmt einfach die Spitze von eurem Aufhebhelfer, piekst hier hinein und dann könnt ihr die Schutzfolie hier wunderbar abziehen. Und dann kommt der Aufkleber hier hinten drauf. Und fertig ist euer Adventskalender für Teebeutel. Hier nochmal mein Modell in Grün. Ihr seht, ihr könnt wunderbar mit diesen Farben mixen und kombinieren. Und wenn euch der Farbkarton ausgeht, dran denken, ich schnüre euch gerne Paketchen nach eurem Wunsch. Ein Bogen DIN A4, 50 Cent. Schreibt mir einfach eine E-Mail an marion.ziske@web.de, um das Materialpaket zu bestellen oder auch gerne Zusatzangebote oder die reguläre Ware von Stampin' Up. Nächste Woche habe ich nochmal eine Adventskalender-Variation für euch. Aber nicht für jeden Tag, sondern für die Adventssonntage. Also nochmal eine kleine Variante. Deswegen schaut unbedingt wieder rein. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, bleibt mir gesund. Tschüss, eure Marion.